Neue Partei in Deutschland. Jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen. Zu den schönen auch mal. Es gibt auch britische Rockband The Rolling Stones nämlich hat ein neues Album heute veröffentlicht. Das erste Studioalbum seit dem Jahr 2005 trägt den Titel Hackney Diamonds und ist das erste Werk, das die Stones nach dem Tod von Schlagzeuger Charlie Watts aufgenommen haben. Die Band führt da uns alle Zuhörer in 12 Songs mit viel Spielfreude durch wirklich unterschiedliche Werkphasen. Die Band hat ja auch genug Jahre auf dem Buckel. Und ich merke schon, einen Fan habe ich links von mir sitzen. Absolut. Mit dabei sind aber auch viele gute alte Bekannte. Paul McCartney steuert eine Bassline bei Stevie Wonder und Elton John spielen Piano. Charlie Watts hört man in seiner letzten Session. Für die Jüngeren ist aber auch noch was dabei. Lady Gaga ist bei einem Song auf diesem neuen Album auch mit im Boot. Ich höre es mir an, freue mich drauf. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.